Während des Zweiten Weltkriegs führten die Nationalsozialisten nicht nur bewaffnete Kämpfe, sondern suchten auch nach antiken Geheimnissen, die ihre Ideologie und Macht stärken könnten. Fasziniert von Mythen über verlorene Zivilisationen und geheimnisvolle Artefakte waren sie überzeugt, dass die Entdeckung dieser Geheimnisse ihnen einen Vorteil im globalen Konflikt verschaffen könnte. Von legendären Reliquien bis hin zu mythischen Schätzen. Ihre Besessenheit von antikem Wissen wurde zu einem der ungewöhnlichsten und zugleich erschreckendsten Aspekte der Aktivitäten des Dritten Reiches. Suche nach Atlantis und Tiwanaku. Dies war Teil der pseudowissenschaftlichen Aktivitäten der Nationalsozialisten, die darauf abzielten, Beweise für die Existenz einer antiken, fortschrittlichen arischen Zivilisation zu finden. Die Nazis, insbesondere Edmund Kiss, förderten die Theorie, dass das legendäre Atlantis tatsächlich existierte und seine Bewohner sich nach der Katastrophe, die ihre Heimat zerstörte, in verschiedenen Teilen der Welt niederließen, einschließlich in den Anden, wo sie die Tiwanaku-Zivilisation gründeten. Edmund Kiss, ein deutscher Architekt und Schriftsteller, besuchte die Ruinen von Tiwanaku in Bolivien im Jahr 1928, wo er die monumentalen Steinstrukturen untersuchte, die er für Überreste von Atlantis hielt. In seiner Theorie behauptete Kiss, dass nach der Zerstörung von Atlantis seine Bewohner, die angeblichen Vorfahren der Arier, in verschiedene Bergregionen der Welt migrierten. Und eine davon waren die Anden, wo sie die Tiwanaku-Zivilisation schufen. Diese Ruinen, in der Nähe des Titicacasees gelegen, waren nach Kiss' Meinung ein Beweis für die Existenz einer antiken arischen Zivilisation, die enormen Einfluss und fortschrittliche Technologien gehabt haben soll. Die Nazis griffen diese Theorie enthusiastisch auf, da sie perfekt zu ihrer Ideologie der rassischen Überlegenheit passte. Himmler und die Organisation Ahnenerbe, die sich mit der Erforschung des Erbes der Vorfahren befasste, glaubten, dass solche Entdeckungen die These von der antiken nordischen Abstammung der Tiwanaku-Zivilisation stärken könnten. Kiss verband bei der Ausarbeitung seiner Forschungen diese auch mit der Welteislehre, die davon ausging, dass die antike Erde durch eine Kollision mit dem Mond zerstört wurde, was eine globale Katastrophe verursachte, die Atlantis zerstörte. Die Arier sollten diese Katastrophe überlebt und in den Anden Zuflucht gefunden haben, wo das Leben noch möglich war. Im Jahr 1939 erhielt Kiss die Unterstützung Himmlers, um die Forschungen über Tiwanaku fortzusetzen. Und seine Expeditionen und Theorien wurden Teil der offiziellen nationalsozialistischen Propaganda, die darauf abzielte, zu beweisen, dass die Arier die Schöpfer vieler antiker Zivilisationen auf der ganzen Welt waren. In seinen detaillierten Studien der Ruinen von Tiwanaku suggerierte Kiss, dass die monumentalen Steinkonstruktionen ein Beweis für die technologische Fortschrittlichkeit der Bewohner von Atlantis seien, was eine direkte Verbindung zur arischen Tradition darstellen sollte. Tibet-Expedition. Dies war eine der bekanntesten und symbolischsten Expeditionen, die von der nationalsozialistischen Schutzstaffel im Rahmen umfangreicher Forschungsaktivitäten organisiert wurde. Die Expedition, die im Jahr 1938 stattfand, wurde von dem Zoologen Ernst Schäfer geleitet und hatte zum Ziel, Beweise für arische Wurzeln zu finden, von denen die Nazis glaubten, dass sie in Asien, speziell in Tibet, existieren könnten. Heinrich Himmler, Chef der Schutzstaffel und Hauptarchitekt der Expedition, war überzeugt, dass Tibet die Heimat überlebender Arier sein könnte, die dorthin nach dem Fall des mythischen Atlantis migriert sein sollten. Während der Expedition führten die Nazis umfangreiche anthropologische und zoologische Studien durch. Die Expedition sammelte zahlreiche biologische Proben, untersuchte lokale Bräuche und Religionen und maß auch die Schädel von Tibetern auf der Suche nach Merkmalen, die zu ihrer Theorie der Rassenreinheit passen könnten. Das Messen von Schädeln war eines der Schlüsselelemente der pseudowissenschaftlichen anthropologischen Forschung, die die arische Dominanz in der Welt durch die Suche nach physischen Beweisen für die Überlegenheit der nordischen Rasse bestätigen sollte. Schäfer und sein Team untersuchten auch tibetische Rituale und religiöse Zeremonien auf der Suche nach Beweisen für antike Verbindungen zu den Ariern. Die Nazis waren fasziniert von Legenden über antike Zivilisationen und glaubten, dass die Tibeter Nachkommen dieser alten Völker sein könnten. Sie glaubten auch, dass die Entdeckung solcher Beweise die Propaganda des Dritten Reiches stärken könnte, indem sie bewiesen, dass die Arier die Schöpfer der wichtigsten antiken Kulturen waren. Neben der anthropologischen Forschung hatte die Expedition auch politische und strategische Ziele. Die Nazis planten, eine Allianz mit Tibet zu schaffen,
in der Überzeugung, dass diese Region zu einer potenziellen Basis für militärische Operationen in Asien werden könnte. Obwohl solche Pläne nie verwirklicht wurden, hatte die Expedition selbst eine enorme propagandistische Bedeutung für das Hitler-Regime. Die Ergebnisse der Expedition wurden in der nationalsozialistischen Propaganda als Beweise für rassische und spirituelle Verbindungen zwischen den deutschen und den antiken, rassenreinen Stämmen dargestellt, was die Rassenpolitik des Dritten Reiches rechtfertigen sollte. Während der Expedition wurden Tausende von Proben gesammelt, darunter pflanzliches, tierisches und anthropologisches Material, die nach der Rückkehr nach Deutschland gründlich untersucht wurden. Obwohl die Expedition keine wissenschaftlichen Beweise für die Existenz arischer Vorfahren in Tibet erbrachte, war ihre Bedeutung für die nationalsozialistische Ideologie enorm. Die Nazis verwendeten die Ergebnisse dieser Expedition zur Unterstützung ihrer pseudowissenschaftlichen Theorien über die rassische Überlegenheit und auch zur Schaffung eines mystischen Images des Dritten Reiches als Erbe antiker, mächtiger Zivilisationen. Der Heilige Gral. Dies ist ein mythisches Artefakt, das in der nationalsozialistischen Ideologie eine besondere Bedeutung als Gegenstand mit außergewöhnlichen Eigenschaften erlangte, der den Deutschen unbegrenzte Macht und Erfolg verleihen könnte. Heinrich Himmler, einer der führenden nationalsozialistischen Führer, glaubte, dass der Gral übernatürliche Kräfte besaß und den Deutschen helfen könnte, den Krieg zu gewinnen. Himmler, ein Enthusiast des Okkultismus und der Mystik, sah im Gral nicht nur eine christliche Reliquie, sondern auch ein Symbol alter arischer Spiritualität, deren Wiedererlangung die Macht des Dritten Reiches stärken sollte. Himmler beauftragte zahlreiche archäologische Expeditionen, darunter Missionen von Otto Rahn, einem deutschen Historiker und Medievisten, der intensiv die Mythen und Legenden im Zusammenhang mit dem Gral erforschte. Rahn glaubte, dass der Gral in der Festung Montségur in Frankreich versteckt sein könnte, einem wichtigen Zentrum der heretischen Bewegung der Katharer, die angeblich dieses Artefakt vor katholischer Verfolgung geschützt haben soll. Montségur wurde nach einer Belagerung im 13. Jahrhundert zu einem Schlüsselpunkt in der Suche der Nazis, die glaubten, dass die Katharer den Gral vor dem Fall der Festung schmuggeln konnten. Himmler war auch davon überzeugt, dass das Kloster Montserrat in Spanien der Ort sein könnte, an dem der Gral versteckt war. Im Jahr 1940 besuchte er dieses Kloster, inspiriert von Richard Wagners Oper Parsifal, die von der Suche nach dem Heiligen Gral erzählte. Himmler identifizierte das Kloster mit der legendären Burg Montsalvat, die in Wolfram von Eschenbachs Gedicht Parzival beschrieben wurde, das den Gral als mächtiges Artefakt darstellte. Er glaubte, dass der Gral nicht nur spirituelle Macht hatte, sondern auch die Herrschaft über die Welt verlieh, was in der nationalsozialistischen Ideologie von großer Bedeutung war, als Instrument zum Aufbau der Macht des Dritten Reiches. Otto Rahn, fasziniert von den Legenden um den Gral, verband sie mit der Geschichte der Katharer und behauptete, der Gral könnte ein spirituelles Symbol oder eine von den Heretikern verborgene Reliquie sein. Seine Forschungen, obwohl voller romantischer Visionen und pseudowissenschaftlicher Theorien, wurden zur Inspiration für Himmler und die Schutzstaffel, die im Gral nicht nur einen heiligen Gegenstand sahen, sondern auch einen Beweis für die spirituelle und rassische Überlegenheit der Arier. Rahn, unterstützt von Himmler, führte Forschungen durch und schrieb mehrere Bücher, darunter Kreuzzug gegen den Gral, in dem er die Geschichte der Katharer mit den Artus-Legenden verband. Das Scheitern bei der Suche nach dem Gral führte jedoch zu Rahns Enttäuschung und seine Beziehungen zur Schutzstaffel verschlechterten sich, was schließlich zu seinem Tod führte, der als Selbstmord eingestuft wurde. Obwohl die Nazis den Heiligen Gral nie fanden, wurde seine Suche zu einem symbolischen Element der Nazi-Propaganda, das die mystischen Aspekte ihrer Ideologie stärkte. Kalevala. Dies ist das finnische Nationalepos, das in den Forschungen der nationalsozialistischen Organisation Ahnenerbe, geleitet von Heinrich Himmler, eine besondere Bedeutung erlangte. Im Rahmen der Suche nach Beweisen für die Überlegenheit der arischen Rasse interessierten sich Himmler und seine Mitarbeiter für die finnische Mythologie und die Kalevala, in der Überzeugung, dass alte Texte Informationen über Rituale und Überzeugungen enthalten könnten, die ihre Ideologie bestätigen würden. In der Kalevala sahen sie die Möglichkeit, alte religiöse Praktiken und Rituale zu finden, die ihre Theorie von der spirituellen und zivilisatorischen Überlegenheit der nordischen Rasse, die ihre Wurzeln in einer uralten mythischen Vergangenheit hat, unterstützen könnten.
Himmler war davon überzeugt, dass die finnische Mythologie, ähnlich wie andere nordische Traditionen, tiefe Verbindungen zur arischen Spiritualität hatte. Das Epos Kalevala wurde als Schlüsseltext angesehen, der Beweise für die Existenz dieser alten arischen Wurzeln liefern könnte. Im Rahmen der Aktivitäten der Ahnenerbe investierte die Organisation in Forschungen und Studien zur Mythologie der Völker Nordeuropas, einschließlich Finnlands. Ziel dieser Aktivitäten war es nicht nur, alte Artefakte zu entdecken, sondern auch theoretische Grundlagen für die Schaffung einer neuen arischen Religion zu entwickeln, die das Christentum im Reich ersetzen sollte. Die Ahnenerbe, deren Aktivitäten verschiedene Aspekte der Forschung über germanische und arische Kultur umfassten, betrachtete die Kalevala als einen Text, der bestätigen könnte, dass die nordischen Völker eine fortgeschrittene, uralte Zivilisation waren. In diesem Zusammenhang sollten die in der Kalevala beschriebenen alten Rituale ein Beweis für die spirituelle Größe dieser Völker sein. Die Nazis glaubten, dass die finnische Mythologie Schlüsselelemente enthalten könnte, die zu ihrer Propaganda der rassischen Überlegenheit passen würden und damit als Grundlage für ihre Ideologie dienen könnten. Die Kalevala sollte ihnen Geschichten über Helden, Magie und alte Rituale liefern, die in eine arische Mythologie der neuen Weltordnung umgewandelt werden könnten. Bei ihren Forschungen zur Kalevala versuchten die Nazis auch, Verbindungen zwischen den nordischen Völkern und anderen alten Zivilisationen zu finden. Himmler und seine Mitarbeiter förderten die Theorie, dass die Arier, einschließlich der Finnen, direkte Nachkommen fortgeschrittener Zivilisationen waren, die in der fernen Vergangenheit existierten. Die Forschungen zur Kalevala sollten zeigen, dass diese alten Zivilisationen spirituell und technologisch höher entwickelt waren als andere, was ihre Ideologie der Überlegenheit rechtfertigen sollte. Mythische arische Stämme. Dies sind imaginäre Gruppen, die die Nazis unter der Führung von Heinrich Himmler und seiner Organisation Ahnenerbe als Vorfahren der nordischen Rasse betrachteten, die angeblich für die Schaffung aller großen Zivilisationen verantwortlich war. Die Nazis glaubten, dass die alten arischen Stämme eine Rasse von Übermenschen gewesen sein sollten, die als erste Kultur, Technologie und Spiritualität entwickelten und dass ihre Nachkommen die modernen Deutschen hervorgebracht hätten. Himmler und seine Mitarbeiter waren tief fasziniert von Theorien, nach denen die ersten Arier-Katastrophen überlebt und sich über die ganze Welt verbreitet hatten, wobei sie fortgeschrittene Zivilisationen schufen. Die Nazis führten dort Suchen nach Artefakten und alten Texten durch, die die Existenz von rassisch reinen Ariern und ihren Einfluss auf die Entwicklung anderer Zivilisationen bestätigen sollten. Diese Expeditionen basierten oft auf pseudowissenschaftlichen Theorien und ideologischen Annahmen, und viele von ihnen wurden aufgrund ihrer Unsinnigkeit und des Mangels an wissenschaftlicher Grundlage kritisiert oder sogar lächerlich gemacht. Eines der wichtigsten Ziele dieser Suche war es, die mythische Heimat der Arier zu finden. Die Nazis glaubten, dass sich dieses mythische Land irgendwo im Himalaya, in Island und manchmal sogar in Verbindung mit Atlantis befand. Himmler und seine Mitarbeiter waren entschlossen zu beweisen, dass die Arier die ursprünglichen Schöpfer aller wichtigen Zivilisationen waren. Die Expedition nach Tibet im Jahr 1938, geleitet von Ernst Schäfer, zielte darauf ab, reine arische Nachkommen und Beweise dafür zu finden, dass Tibet ein Schlüsselort in der Geschichte dieses Volkes war. Während dieser Expedition wurden anthropologische Studien durchgeführt, einschließlich Schädelmessungen der Einheimischen, auf der Suche nach Beweisen für arische Wurzeln. Die Suche nach mythischen Ariern beschränkte sich nicht nur auf Asien. Die Ahnenerbe führte auch Forschungen in Europa durch und versuchte, Spuren von Nordländern in antiken Zivilisationen wie dem alten Rom zu finden. Einige Theorien behaupteten, dass Rom von Nordländern gegründet wurde, was angeblich ihre Überlegenheit gegenüber anderen Kulturen bestätigen sollte. Diese Theorien wurden jedoch sowohl von wissenschaftlichen Kreisen als auch von der Presse verspottet, die oft diese pseudowissenschaftlichen Versuche, nationalsozialistische Ideen zu legitimieren, lächerlich machte. Das ganze Unterfangen war Teil einer breit angelegten Nazi-Propaganda, die darauf abzielte, zu beweisen, dass die nordische Rasse als einzige wahre Erben der mythischen Arier das Recht hatte, über andere Nationen und Kulturen zu herrschen. Germanische Symbolik und Runen. Dies sind alte Schriftsysteme und Symbole, die die Nazis in mächtige Propagandainstrumente verwandelten,
indem sie sich auf die Idee einer reinen nordischen Rasse und des germanischen Erbes beriefen. Runen, ursprünglich ein Schriftsystem, das von germanischen Völkern wie Skandinaviern und Angelsachsen verwendet wurde, wurden zu einem wichtigen Element der Nazi-Mythologie, die die modernen Deutschen mit Vorfahren verband, die angeblich die Schöpfer großer Zivilisationen waren. Die Nazis glaubten, dass Runen spirituelle Kraft und eine mystische Verbindung zur Vergangenheit symbolisierten, was ihre Ideologie der rassischen Überlegenheit und historischen Bestimmung unterstützen sollte. Runen wie die des Futag-Alphabets wurden in vielen Aspekten des öffentlichen und militärischen Lebens des Dritten Reiches verwendet. Sie waren auf Fahnen, Uniformen und Emblemen verschiedener Militäreinheiten, insbesondere der Schutzstaffel, präsent. Diese Symbole sollten nicht nur die stolze, kriegerische germanische Vergangenheit betonen, sondern auch als Talismane der Macht dienen, die Sieg und Schutz gewährleisten sollten. Zum Beispiel wurde die Suvilo-Rune, die Sonne und Sieg repräsentiert, in der Schutzstaffel-Emblematik verwendet und die Tivas-Rune, die den Gott Tyr, den Schutzpatron des Krieges, symbolisiert, stand für Aufopferung und Kampf. Runen spielten auch eine wichtige Rolle im ideologischen Fundament des Dritten Reiches. Die Verwendung von Runen sollte ein Beweis für die angebliche spirituelle und zivilisatorische Führung der Arier sein, die laut Nazi-Propaganda Nachkommen großer germanischer Stämme waren. Runen waren Teil einer größeren Mythologie, in der die Nazis versuchten, die spirituellen Rituale, Überzeugungen und Symbolik alter Krieger nachzubilden. Expeditionen in den Nahen Osten und Nordafrika. Dies waren breit angelegte Aktivitäten der Nazis, die darauf abzielten, Beweise für die Existenz alter Zivilisationen zu finden, die angeblich mit arischen Vorfahren verbunden waren. Diese pseudowissenschaftlichen Expeditionen zielten nicht nur darauf ab, Artefakte zu entdecken, sondern auch die Nazi-Propaganda durch eine Neuinterpretation der Geschichte zugunsten der Ideologie des Dritten Reiches zu stärken. Insbesondere interessierten sich die Nazis für die Kulturen Mesopotamiens, Ägyptens und die Gebiete, die von alten semitischen Stämmen bewohnt wurden. Ihr Ziel war es zu beweisen, dass die fortgeschrittenen Zivilisationen des Nahen Ostens und Ägyptens ihre Wurzeln in uralten arischen Stämmen hatten. Die Nazis interpretierten alte Inschriften und Artefakte auf eine Weise, die ihre Theorien über die arische Dominanz unterstützte und suggerierten, dass diese Zivilisationen von nordischen Vorfahren geschaffen wurden. In den 30er und 40er Jahren des 20. Jahrhunderts führten deutsche Archäologen zahlreiche Expeditionen in diese Regionen durch, unter anderem in Ägypten, wo sie zu beweisen versuchten, dass die Pharaonen nordische Wurzeln hatten. Franz Altheim, einer der prominenten Archäologen der Ahnenerbe, führte Untersuchungen über den Einfluss nordischer Stämme auf Rom und andere antike Imperien durch und suggerierte, dass es einen historischen Konflikt zwischen nordischen Ariern und semitischen Völkern gab. Er glaubte, dass es die Nordländer und nicht die Römer oder Semiten waren, die die Grundlagen der westlichen Zivilisation schufen, was die Nazi-Ansprüche auf rassische Überlegenheit legitimieren sollte. In Ägypten waren die Nazis besonders daran interessiert, Pyramiden und Tempel zu erforschen, in dem Glauben, dass die monumentalen architektonischen Errungenschaften dieser alten Zivilisation das Ergebnis arischer Einflüsse sein könnten. Sie versuchten auch, Hieroglyphen und andere alte Texte zu untersuchen, in der Hoffnung, Beweise für die Präsenz nordischer Stämme im alten Ägypten zu finden. Obwohl diese Theorien in der Nazi-Propaganda weit verbreitet waren, waren ihre Beweise in der Regel manipuliert oder nicht vorhanden. Diese Expeditionen dienten hauptsächlich ideologischen Zwecken und verstärkten den Mythos der alten Größe der Arier. In Nordafrika führten die Nazis ebenfalls Ausgrabungen durch und suchten nach Beweisen für Verbindungen zwischen den Zivilisationen Karthagos und den Ariern. Ihr Ziel war es, die These zu präsentieren, dass diese alten Imperien ihre Errungenschaften nordischen Migranten verdankten. Die Ahnenerbe, eines der Hauptinstrumente für solche Forschungen, schickte ihre Expeditionen an Orte wie Karthago und andere alte Städte Nordafrikas, um Relikte und Beweise für die Existenz dieser angeblichen Einflüsse zu entdecken. Suche nach Schwertern und Reliquien. Dies war ein Schlüsselelement der mystischen Forschungen der Nazis, insbesondere Heinrich Himmlers, der von mittelalterlichen Legenden und Artefakten von großer spiritueller Bedeutung fasziniert war. Die Nazis glaubten, dass alte Schwerter und Reliquien übernatürliche Kräfte besaßen, die ihnen sowohl spirituelle als auch militärische Dominanz bringen konnten.
Himmler initiierte die Suche nach Gegenständen wie der Schicksalslanze und legendären Schwertern, die mit der arischen Geschichte und Mythologie verbunden sein sollten. Das wichtigste dieser Artefakte war die Schicksalslanze, auch bekannt als Lanze des Longinus. Der Tradition nach war es diese Lanze, die die Seite Christi während der Kreuzigung durchbohrte. Himmler und andere Nazis glaubten, dass der Besitz dieser Reliquie ihnen spirituelle und militärische Überlegenheit verschaffen könnte. Die Lanze wurde in der kaiserlichen Schatzkammer in Wien aufbewahrt, aber nach der Annexion Österreichs durch Nazi-Deutschland im Jahr 1938 sorgte Himmler dafür, dass sie ins Reich gebracht wurde. Die Nazis glaubten, dass dieses mächtige Artefakt seinem Besitzer die Macht über die Welt geben könnte, was es zu einem der meistgesuchten Gegenstände während des Krieges machte. Nicht nur die Schicksalslanze war Gegenstand der Nazisuche. Himmler war auch von der Legende des Schwertes Excalibur und anderen Reliquien fasziniert, die mit Rittern und arthurischen Traditionen verbunden waren. Er sah in diesen Legenden und Schwertern einen Beweis für das spirituelle Erbe der arischen Rasse, das er im Rahmen einer neuen Weltordnung wiederherstellen wollte. Diese Mythen sollten die Grundlage einer neuen arischen Religion bilden, die das Christentum im Dritten Reich ersetzen sollte. Infolgedessen beauftragte Himmler archäologische Expeditionen und Forschungen, um diese mythischen Gegenstände zu entdecken und sie in Werkzeuge zur Stärkung der spirituellen und militärischen Macht des Nazistaates zu verwandeln. Diese Suche, obwohl sie oft auf pseudowissenschaftlichen Theorien und mystischen Überzeugungen basierte, war ein zentrales Element der Nazi-Ideologie.